Yo Leute, was geht ab und willkommen auf dem Brab Nation Kanal. Und wie ihr sehen könnt, bin ich hier vor meinem neuen Schmuckstück, meiner neuen Suron. Ich habe ja meine KTM verkauft, der eine oder andere hat sie ja im letzten Video gesehen. Und ich stehe jetzt hier nach einer einwöchigen Pause vor meiner neuen Karre. Und zwar, das ist eine Suron Light B. Von der Leistung her noch komplett Standard. Das ist auf jeden Fall die Straßenversion. Es gibt zwei Versionen davon. Einmal die Offroad und einmal die Straßenversion. Aber ich wollte die auf jeden Fall auch auf der Straße fahren. Deswegen habe ich mir die gekauft. Und ich habe auch ein paar Dinge schon verändert. Und zwar zum Beispiel vorne, ganz wichtig, war mir das Licht. Das ist jetzt ein anderes. Vorher war das hier so ein langgezogenes, futuristisches Licht. Gefällt mir leider gar nicht, aber das ist halt natürlich Geschmackssache. Dann wurde auf jeden Fall auch hier hinten kommt das Kennzeichen hin. Das wird habe ich noch nicht, muss ich mir erst noch kaufen. Sonst ist es standardmäßig hier hinten, absolut hässlich. Und ein 1660er Kettenblatt ist oben und andere Reifen. Ich schmeiß mich jetzt, glaube ich, einfach mal aufs Bike und dann alles Weitere erzähle ich dann während der Fahrt. Ja, ich bin ehrlich gesagt noch nicht sehr viel zum Fahren gekommen, weil ich einfach saumäßig viel zu tun hatte jetzt in letzter Zeit zum Arbeiten. Deswegen ist auch eine Woche lang kein Video gekommen. Wenn von der GoPro hier das Glas voll gespritzt wird, dann tut es mir wirklich leid. Es gibt auch solche Pfänder vorne, so ein Flügel, so ein Spritzschutz, aber das sieht halt einfach nicht geil aus. Deswegen werde ich halt jetzt selber voll gesaut und die GoPro wird auch, die Linse wird halt auch voll gesaut. Aber Optik ist mir dann doch einfach dann doch noch mal ein bisschen wichtiger. Ehrlich gesagt ist das jetzt hier meine dritte Fahrt erst. Meine erste Fahrt kann man gar nicht richtige Fahrt nennen, weil ich da einfach nur noch kurz gefahren bin, da war es schon dunkel. Ja gut, das zweite Mal war auch nicht gerade viel besser. Da bin ich nämlich auch nicht viel am Fahren gewesen, weil da war es auch dunkel. Boah, soll ich hier drüber springen? Boah, die Eier habe ich halt dann doch jetzt noch nicht. Irgendwann vielleicht, wenn ich es mehr drauf habe. Hab's ja noch nicht so lange. Man muss ja nicht gleich kaputt machen. Aber ja. Und meine zweite Fahrt war auch eigentlich schon im Dunkeln. Da bin ich nach 8 Uhr dann losgefahren. Da konnte ich jedes Mal nur eine halbe Stunde fahren. Oh, hier geht es schon echt gut runter. Oh, ich komme auch nicht mehr zum Bremsen. Alter Falter. Ja, saugeil, aber auf jeden Fall. Es macht so wirklich so viel Laune. Man kommt hier so gut zurecht. Ich komme auf jeden Fall auch sehr gut zurecht. Bin sowieso nicht so gerade der Profi beim Fahren. Hier sind auch vor allem echt viele Mountainbiker-Spuren. Ich schaue einfach mal, wo es jetzt hier lang geht. Und das Gute ist das, die hat ja im Grunde auch nicht gerade viel größere Reifen oben wie ein Mountainbike. Sie wird auch von sehr vielen Leuten als Mountainbike irgendwie interpretiert. Soll ich hier mal runterfahren? Ja, wir probieren es einfach mal. Keine Ahnung, wo es hier uns hingeht. Ja, Wahnsinn. Oh, wo geht's denn hier hin? Nicht, dass ich hier dann nicht mehr hochkomme. Hä? Hier geht's einfach ins Nichts. Ja, das lassen wir dann doch lieber. Und ja, sie wiegt ja nicht sehr viel. So. Geht's wieder hier hoch. Ja, und aber die ersten zwei Fahrten, die ich gemacht habe, war ich sehr, sehr, sehr zufrieden. Und sie kommt auch überall so sorglos, problemlos hoch. Das ist Wahnsinn. Und du fällst auch fast nicht hin mit der, weil sie dann doch nicht so hoch ist, doch nicht so groß ist. Und ich bin zwar jetzt auch nicht gerade der Größte, ich bin 1,76, 77 sowas. Und ja, da ist es eine ganz geile Größe. Nur später mal, wenn ich vielleicht einen neuen Akku reinmachen werde oder sowas. Ja, Wahnsinn, hier geht es so hoch und kein Problem. Ja, und wenn vielleicht ein neuer Akku da mal reinkommt oder sowas, dann ein größerer. Oh.
Da geht sie gleich in Wheelie. Ja, das, dann muss ich vielleicht auch eine Sitzerhöhung drauf machen. Aber mal gucken. Sowas hätte ich mich halt, jetzt gerade sowas hätte ich mich jetzt mit meiner KTM nie getraut. Ich weiß nicht, wie es für euch jetzt auf der Kamera rüber geht, aber hier geht es auf jeden Fall über einen Meter runter. Oder jetzt gerade beziehungsweise hoch. Ja, da hätte ich auf jeden Fall nicht die Eier dazu. Oh. Sie ist so kinderleicht zum Fahren. Sehr, 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 sehr cool. Macht verdammt viel Spaß. Okay, hier geht die Bike-Strecke runter. Und ich komme hier auch nicht hoch. Ja, es ist auch sehr rutschig. Wenn man so sieht, ich bremse gerade komplett und rutsche einfach den Berg runter. Ja, die hat auch hinten, kann ich euch mal zeigen, hier hinten so ein kurzes Heck. Persönlich optisch genau mein Ding. Sieht richtig cool aus. Aber natürlich spritzschutzmäßig gar keine Rede. Boah, das Holz ist saumäßig rutschig. Aber die ist gerade so bei hier, bei so einem Gelände, hat die so gut Power. Ja, hier bei so einem Gelände hat die so gut Power. Macht mega viel Spaß. Aber ich glaube, das soll es auch fürs erste Video gewesen sein. Ich bin eh schon sehr viel jetzt gefahren. Auf jeden Fall, ich bin auch saumäßig dreckig. Ich nehme jetzt gleich noch ein zweites Video auf. Da werde ich jetzt noch ein bisschen mehr fahren. Gefällt mir sehr, sehr gut. Sehr, sehr schönes Teil. Was ich auf jeden Fall noch verändern möchte, ist die Fußrasten hier. Wie gesagt, ein neuer Akku, anderer Controller. Da werde ich mich wahrscheinlich dann mit dem Daniel zusammensetzen, weil der hat auch in seinem Shop richtig geile Fußrasten. Und wenn irgendwann mal der Torp-Controller kommt, wird es auch noch mal lecker schmecker werden. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bin ein bisschen außer Puste. Ist gar nicht so ohne, aber macht saumäßig viel Spaß. Oh, jetzt sieht man übrigens noch mal den Absatz. Das sind sogar mehr als ein Meter. Und richtig steil. Mega Spaßfaktor für einen kleinen Geldbeutel. Kann ich nur jedem empfehlen. Ich hoffe, ihr freut euch auf weitere Videos. Jetzt kommt ihr wieder wöchentlich, jeden Sonntag, Minimum ein Video online zu dem guten Schmuckstück. Und dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, danke fürs Zuschauen, Leute. Man sieht sich spätestens im nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.